Ja, und damit ein herzliches Willkommen zurück, meine lieben Freunde. Hier ist Legion Games LP natürlich nur für euch zurück mit dem Let's Play von Ich kann dieses Spiel nicht aussprechen. PlayStation, Battle Royale, All-Stars, was auch immer. Auf jeden Fall Super Smash Bros. Für Erwachsene. Naja, fast. Jedenfalls ein paar Charaktere davon. Ich weiß nicht, hätten die sein müssen? Es hätten auch ein paar mehr Charaktere sein können. Wo ist Crash? Wo ist Cloud von Final Fantasy? Ich weiß es nicht, ich hab's noch nicht gefunden. Oh, gegen Spike zocken wir heute? Sly Cooper. Okay, zwei Gegner. Ja, ist jetzt nicht besonders wahnsinnig krass. Aber drei Gegner sind schon auf jeden Fall eine andere Sache. Manchmal verliert man sowas von schnell den Überblick, ihr könnt es gar nicht glauben. Hoia! Buh! Sehr schön, gut. Oh, ich bin so blöd. Renn auch noch extra da rein. Oh, ich will die Brille. Die Brille, die will ich. Okay, die hauen sich gerade selber schön eins aufs Maul. Hehe. Puh! Ach, wir können ja auch mal die Dreieck-Attacken ausprobieren. Die benutze ich so selten eigentlich. Ich weiß nicht, ich bin nicht so der Dreieck-Junkie. Ich bin immer so der X-Button-Typ und sowas, der die ganze Zeit rumhoppt und so. Und natürlich auch der Viereck-Typ. Booyah! Sehr schön. Okay, komm rein. Und... sehr schön. Gut. Mit dieser Attacke müsst ihr euch merken... Bei dieser Spezialattacke, die ich gerade angewendet habe, kann es auch passieren, dass wenn man in die richtige Richtung gezielt hat, dass man auch den Gegner, der daneben steht, noch treffen kann und der stirbt dann auch direkt. Ist eigentlich ziemlich gut, nur man muss sozusagen auch ein bisschen Glück haben. Ui, sehr schön. Das war zwar Glück gewesen, aber ich tue mal so, als wenn das alles geplant wäre von langer Hand. Oh, das war natürlich auch geplant. Natürlich, Leute. Ey, was denkt ihr von mir? Oh. Da hat er sogar schon den ersten Kill erzielt. Und es geht eben darum, bei Super Smash Bros. War es damals so gewesen. Es wurde mit Prozent gespielt und umso mehr Prozent man hatte, desto schneller flog man vom Feld. Das geht jetzt hier nicht. Man kann nicht aus der Bahn fliegen. Ich zeige es euch. Okay, geht jetzt nicht, aber egal. Aber es geht darum, mit den Spezialattacken Finishing Moves zu machen. Und diese Finishing Moves sollten treffen und wenn sie getroffen haben, gibt es dafür einen Punkt. Und genau so wird dieses Spiel abgerechnet. Okay, den hauen wir jetzt noch eins aufs Maul. Hier, dieser Spike, ne, nicht Sly, dieses Tier, was ich hier gerade bearbeite, sondern dieser Spike, der aussieht wie Son Goku als Rotschopf, den Cartman nicht leiden kann, der kämpft sich ein bisschen wie Yoda. Ja, er ist zwar nicht Yoda, aber irgendwie so ähnlich. Oh, scheiße. Oh, Bass. Bass wird gespielt. Wir spielen Bass. Genau, Bass kann man sogar spielen. Jetzt gibt es gleich eine Frage, die wir beantworten müssen. Und auf diese Plattform müssen wir dann in der Zeit sein. Und dann gibt es Punkte, meine ich. Oder eben man kriegt eins aufs Maul. Das wollen wir natürlich nicht, ne? Nee, lieber nicht. Oh, Level 2. Ich weiß nicht, was man Level 2 macht. Und los geht's. Oh, scheiße. Nein. Hätte treffen sollen. Müssen wir auch langsam. Aber ich glaube, im Moment steht noch Gleichstand. Oder habt ihr mitgezählt? Ich weiß es nicht. Verdammt nochmal. Manchmal verliert man so den Überblick, dass man nicht weiß, ob man gerade am Gewinnen ist oder am Verlieren ist. Oh. Und? Ah, oh Mann, immer daneben. Ja, komm her. Rotschopf. Oh, puh. Noch 10 Sekunden. Ah, fuck. Nein, 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 nein. Oh, der darf mich nicht treffen. Wenn er mich trifft, dann haben wir verloren. Okay, wir können jetzt eh nichts mehr machen in der Zeit. Wir warten mal ganz kurz ab. Oh, yeah. Wir haben gewonnen. Yeah. Und guckt ihn euch an. Guckt euch Cole an, wie der guckt. Wie so ein kleiner retarded Bastard. Gut, fortfahren. Gucken wir, gegen wen wir jetzt spielen. So, Nathan Drake, Radek und Dante. Dante ist ein ziemlich, ja, schwieriger Spieler, muss man sagen. Der hat sehr viele Attacken. Er hat eine Sense, er hat ein Schwert und er hat Pistolen. Und diese drei Sachen zu kombinieren ist gar nicht mal so leicht. Und Nathan Drake ist auch eigentlich gar nicht mal so schlecht. Gegen Radek habe ich eigentlich bisher ziemlich wenig gespielt. Radek, bekannt aus Killzone, Dante kommt von Devil May Cry und Nathan Drake natürlich von Uncharted. Sehr schön, wir spielen in Paris. Mon amour, baguette, fromage, portemonnaie. Sehr schön. So, und jetzt sehen wir endlich mal das Spiel in Aktion, nämlich mit vier Spielern macht es noch wirklich am meisten Spaß. Oh Mann! Und natürlich ist es dann auch am schwierigsten, gerade auf den härteren Schwierigkeitsgraden kann es auch manchmal schon zu sehr starken Komplikationen führen. Oh, komm, ich will die Kiste. Die Kiste ist unglaublich wichtig. Ah, Mann. Okay, wartet. Nein, nein, nein. Komm, 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 komm. Ich muss nach unten. Ah, gut. Schade, aber wir haben nur einen bekommen. Aber das reicht.
Sehr schön. Mit Items, das Item, was ich hier gerade aufgesammelt habe, diese, ja, Schwerter, weiß ich nicht. Mit diesen Waffen, wenn man damit einen Gegner trifft, kann man diesen AP abziehen. Das heißt, diese Punkte, die man verdient durch Schläge. Es sind nicht viele, aber es sind doch schon einige manchmal. Oh, sehr schön. Fuck, was hat er da an mich geheftet? Was war das? Mann. Ui. Gut, dass ich da nicht gerade war. Okay. Aber ich möchte eine höhere Spezialattacke haben. Damit wir die Gegner auch ordentlich bashen können. Hey, komm da weg. Komm da weg von deiner Deckung. Ah, sehr schön. Was? Du willst mich verbrühen? Ey, ich komm mit Eisattacken, mein Freund. Pass auf. Sehr schön, flankiert. So muss das. Ja, die Axt des Todes. You spin my head right round when you're going down. Sehr schön. Oh, das war Nathan Drakes Spezialattacke. Sehr gefährlich, muss man aufpassen, aber ist auch sehr leicht auszuweichen. Sehr schön. Die Bananenkeulen des Todes haben wir aktiviert. Ich meine nicht meinen Penis mit. Nein, meine ich nicht, wirklich nicht. Mann. Sehr schön, Nathan Drake bekommt hier ordentlich eins aufs Maul. Im echten Leben wäre das natürlich nicht möglich, denn Nathan Drake ist einfach die coolste Sau, die es gibt auf dieser Welt. Deswegen, oh oh. Was ist das? Oh mein Gott, Laserstrahlen von Out of Space, nein! Fuck. Oh, da verliert man echt gut Punkte mit, aber ich brauche die. Oh oh, oh oh, oh mein Gott. Spezialattacke. Oh, die aktivieren gerade alle ihre Spezialattacken. Wir sollten mal lieber einen Stockwerk runtergehen, um die ordentlich zu bashen. Wir haben gleich Level 3 erreicht. Wartet mal, haben wir die Axt, dann haben wir auch schon Level 3. Ja, sehr schön. Gut. You spin my head right round. So, dann kommt mal rein, meine Freunde. Yeah, Massaker. Gibt ordentlich Punkte, muss ich sagen. Yeah. So muss das. Komm schon, komm, komm. Der Schutzschild muss deaktiviert sein. Ja, sauber. Ich muss sagen, es ist derzeitig eigentlich die effektivste Attacke sogar, oder? Ja, doch schon. So, genau zielen und Feuer! Gut, noch einmal. Ach, schade. Bazinga! Oh, Mann! Komm, wir werfen mal ein paar Leuchtkörper. Oh, puh! Okay, aktivieren wir noch schnell. Ja, sauber! Dieser Reddick mit seinem scheiß Feuer geht mir übelst auf den Piss. Aber wir haben diese Runde übelst easy pupisi gewonnen. Ja, sehr easy sogar. Ich glaube, das war jetzt wirklich kein Problem gewesen. Schaut es euch an. 16 Punkte. Wie viele Kills waren das? 8 Kills. Nicht schlecht. Not bad. Not bad, wird Obama jetzt sagen. Okay, ich verabschiede mich mit dieser Folge von euch. Euch jetzt noch einen schönen Tag. Ciao, Leute. Kommentieren und bewerten nicht vergessen. Und schaut euch Cole nochmal an. Yeah.